Tja, der Montagsdemonstration aus ganz Deutschland, sie ist auch immer mehr eine internationalistische Veranstaltung. So lese ich da hinten aktiv aus der Türkei. Ich sehe hier Gäste aus dem Iran und es sprechen jetzt als nächstes zu uns die Alexandria. Sie kommt aus Kolumbien, gemeinsam mit Carola aus Berlin vom Frauenverband Courage. Herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Alexandra, komme aus Kolumbien und lebe hier in Berlin mit meiner Familie. Und wir möchten sprechen über die Situation in Kolumbien, die den großen Konzern in unserem Land kaputt macht. Ich bin Carola von Frauenverband Courage. Gemeinsam sind wir dort organisiert. Der Einfachheit halber machen wir es ohne Übersetzung. Ich lese vor, was Alex eigentlich hätte in Spanisch sagen wollen. Kolumbien ist weltweit eines der Länder mit der höchsten Anzahl an politischen Morden und 5,2 Millionen Binnenvertriebenen. Eine wesentliche Ursache des über 60 Jahre andauernden Bürgerkrieges ist der Kampf um die Bodenschätze des Landes und der Konflikt um Landbesitz. Es sind mehrfach Verbindungen von Rohstoffkonzernen und paramilitärischen Gruppen bekannt. Die Konzerne sind Nutznießer der Gewalt gegen widerständige Organisationen. Milliardenschwere Profite streichen die Bergbaumultis und die Energiekonzerne auf Kosten der indigenen und kleinbäuerlichen Bevölkerung ein. 95% der in Kolumbien abgebauten Kohle wird exportiert, davon 70% in die EU und von Vattenfall importiert. Der Tagebau schlägt kilometerbreite Schneisen in die Urwälder. Eine enorme Staubbelastung durch den Abbau und den Transport ruft bei der Bevölkerung zusätzliche Atemwegs- und Lungenerkrankungen hervor. Die Krankenhäuser in der Region sind überfüllt mit lungenkranken Kindern. Der Kohleabbau verschärft die soziale Ungerechtigkeit und damit auch den Konflikt im Land und verursacht zudem ökologisch zum Teil irreparable Schäden in Kolumbien. Aber die Bergarbeiter wehren sich. Auf der internationalen Bergarbeiterkonferenz in Arequipa in diesem Jahr in Peru haben die Bergarbeiter sich zusammengeschlossen und eine ganz eindeutige Kampfansage gemeinsam verabschiedet gegen den profitablen Abbau an die Konzerne.